Guten Tag. Erkennt ihr mich? Neues Video, neues Glück. Audi A1 geht's heute. It is what it is, it's not what it was. Got nothing but love, cause I'm chipped with the trust. So keep everything on the hush. Big moves like an elephant, my shit is nuts. I'm about to be rich, feel it in my guts. Bitch, give me all the girls in the place with the pretty face. Hit it, beat it, race in the fat cake. Let me get a taste, yeah, we need to get the bottles out the case. Shorty got a body like she caught a case. Out of this world, give us some space. Boss, but I'll let you set the pace. I wanna get in, you look like a sack. Girls in a place with the pretty face. Hit it, beat. Wir haben uns entschlossen, dass wir das Auto... Wir haben eigentlich schon mal A1 gefilmt, glaube ich. Aber nicht diesen A1. Nein. Dem Kunden gehören zwei Autos. Einmal der A1, den wir schon gemacht haben. Und einmal der. Der andere ist auf Leistung und Performance gemacht und der ist jetzt rein nur in Anführungszeichen auf richtig geile Optik gemacht. Und da haben uns alle gesagt, wie sieht's aus? Aber dieselben Motorisierungen, 2 Liter TFSI, das schon mal vorweg. Ich finde den Motor richtig geil und richtig, richtig geil, habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir machen dir da ein spezielles Angebot, weil beim anderen Auto hat er noch 18er drauf. Das Auto ist grau. Dieses Auto ist jetzt Python-Gelb, nennt man das bei Audi. Und da haben wir gesagt, machen wir einen 19er drauf. Im anderen Fahrzeug fährt eine Variante 3 Clubsport, kommt also mit richtig Performance. In diesem Fahrzeug haben wir unsere gepfeffert V2 mit Sturzumlager verbaut. Sprich, tiefentechnisch ginge noch einiges, aber es ist halt jetzt so, dass das Auto jetzt, so wie er dasteht, eingeschränkt ist, was die Bodenfreiheit bzw. die Freigängigkeit der Räder betrifft. Jetzt läutet das Telefon wieder mal bei mir. Maß aller Dinge. Das ist das geeichte Maß, das wir beim TÜV auch haben. Sieht nicht anders aus. Wir haben sogar ein Hartholz, weil Hartholz, ich bin ja Schreiner gewesen 15 Jahre. Ist zwar schon wieder 15 Jahre her, wo ich Schreiner war, aber ich war mal 15 Jahre Schreiner. Deswegen kenne ich wirklich damit aus. Und das Hartholz bleibt eigentlich so. Und das ist, finde ich, immer lustig. Da können wir ganz kurz mal auf das Thema eingehen. Ich finde es immer lustig, wenn man dann sagt, ja, das Auto musste 7 cm Bodenfreiheit haben quasi. Hier hat es 7 und hier hat es 8. 7 cm Bodenfreiheit haben auf bewegliche Teile und auf feste Teile 8 cm. Sprich, das Holz jetzt ist einmal 7 und einmal 8 cm. Feste Teile zählt auch der Auspuff dazu, haben wir euch schon mal gesagt. Und finde ich halt lustig, dass sowas eigentlich bei der Polizei oder beim TÜV gar nicht geeicht sein muss, so ein Teil. Die haben alle so eine Holzlatte. Es gibt gar keine Messvorrichtung beim TÜV. Also es gibt keine Alulatte, die wo dann geeicht ist, dann wo der TÜV-Stempel drauf ist und sonst irgendwas, gibt es gar nicht. Sondern die haben alle ein Holz, das sie sich beim Schreiner geholt haben. Manche haben dann Fichtenholz, das wo dann im Winter quasi, wenn es trocken wird, das Holz dann bloß noch 6,5 cm hat. Und wenn es regnet, dann hat es Holz quillt auf, Schreiner wissen, weißt schon, dann hat es dann zufällig vielleicht 8,5 cm. Und das ist halt das Lustige bei der Geschichte, dass es eigentlich das gar nicht gibt, aber es muss gemessen werden. Aber die brauchen ja irgendeine Vorrichtung zum Messen. Aber wenn wir so kleinlich sind mit den Millimetern, muss man ganz ehrlich sagen, es zählen auch solche Lippen. Wenn jetzt hier so an der Stoßstange manchmal, wer kennt sie, diese Lippen hier, ja, die stehen über. Diese gelten nicht, also die werden nicht als bewegliches Teil genommen, weil die sind manchmal, bei Porsche und Konsorten sind die richtig tief, also die haben von Haus aus bloß so 5-6 cm. Also gehen richtig weit runter, also die werden hier nicht mitgesehen. Aber Unterfahrschutz ist ja ein bewegliches Teil. Und jetzt, wenn man mal sieht, ja, jetzt gehen wir mal mit 7 cm Holz drunter. Zack, ja, da ist der Unterboden. Genau, da ist er. Und das ist das bewegliche Teil. Und so muss das sein. Ja. Und wenn du jetzt natürlich einen Rahmenteil hast, einen Auspuff zum Beispiel, dann gehst du beim Auspuff mal drunter. Das muss durchpassen. Das muss durchpassen. Komplett. So sieht's aus. Und das ist, so ist das Auto jetzt eingestellt bei uns. Die 8 cm Bodenfreiheit. Und so muss das drunter passen mit diesen 8 cm, wie wir gerade gesprochen haben, für feste Teile und bei beweglichen Teilen um 7 cm. Genau. Wir haben jetzt hier Sturz eingestellt, ist aber noch nicht auf Maximalsturz. Das heißt, wir haben jetzt hier ungefähr 3/4 negativen Sturz. Wie viel das in Grad ist, kann man schlecht sagen. Ich hätte jetzt gesagt, so
Achsvermessung folgt nämlich noch, dann kann ich es noch nicht genau sagen, aber ich denke, dass das maximal 2 Grad Sturz sind irgendwo. Und fahren die Achter an der 8x19 ET35 mit 215, 35, 19 Falken. Warum Falken? Ich habe einen Falken genommen, weil, oder für den Kunden habe ich halt gesagt, nehmen wir einen Falken, weil der Falkenreifen einfach viel flacher ist und nicht so extrem aufbaut. Das heißt, jetzt wenn man das sieht auf der 8er Felge, wenn das eine 8er halber wäre, dann würde sich der Reifen richtig mega gut ziehen. Aber 8er halber wäre halt überhaupt nicht drunter gegangen bei dem Auto, weil einfach die Breite, sage ich jetzt mal, von der Felge dann wieder nach innen auch breiter wird und beim Volleinschlag dann innen schleifen würde. Ne? Wir haben da ein kleines Spiel gemacht bei dem Auto. Das heißt, wir haben uns richtig detailverliebt eigentlich, weil der Kunde sehr detailverliebt ist. Wir haben natürlich alles, was dran war, an Grau, haben wir in Schwarz lackiert. Wir haben auch die Audi-Ringe, die grau waren, in Schwarz gemacht, weil das sind immer da hinten, sind bei jedem Auto in diesem Grau. Egal welche Farbe das du hast, das sind die Audi-Ringe immer grau. Die haben wir schwarz gemacht. Der Kunde wollte auch, dass wir einen gelben und einen schwarzen Aufkleber in so 3D-Optik drüber kleben, dass das so aussieht. Wir haben auch, jetzt mal spaßeshalber, unsere Center-Locks drauf gemacht mit einem gelben Ring. Weil eigentlich diese, was auch lustig ist, muss ich auch nochmal erklären. Es gibt ja zwei unterschiedliche OZ Super Turismo Dakar. Es gibt eine Dakar, die in 20 Zoll eine Vertiefung hat, so richtig tief reingeht und wo unser Centerlock dann genau abschließt. In 19 Zoll heißt die Felge auch Dakar und ist aber komplett glatt. Das heißt, sie geht komplett durch. Wir können uns gerne drüben anschauen, da habe ich noch keinen Zentralverschluss und auch keinen Nabendeckel drin. Die geht hier so einfach nur rein. Nicht nur so von der Vertiefung, die wo eingefräst ist, sondern die geht nur so rein. Heißt aber auch Dakar. Es gibt aber eine, die heißt Super Turismo GT. Genau. Die GT dann wieder, die hat dann zum Beispiel diesen Topf. Aber die gibt es nicht in 5x100, weil das Auto hat ja 5x100, sondern nur in 5x112. Warum das so ist, das kann uns der OZ-Vertreter nicht sagen, gar nicht. Da hat sich irgendjemand mal überhaupt nicht Gedanken gemacht bei der ganzen Sache. Und deswegen sehen die so aus. Der Kunde möchte nämlich gelbe Nabendeckel haben mit schwarzer OZ-Schrift. Gibt es nicht zu kaufen, müssen wir jetzt auch extra machen. Folie bestellt schon und Aufkleber bestellt, dass das ganz genau dann dazu passt. Ich wäre natürlich aber eher der Freund von unserem Zentralverschluss, obwohl das jetzt nicht in diese Vertiefung läuft, finde ich, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn der jetzt so ein bisschen so absteht, in Anführungszeichen, von dem her. Also ist Geschmackssache. Okay. Dann, was haben wir noch gemacht? Jetzt kommt's. Jetzt wird's richtig interessant. Innenraum, ambiente Beleuchtung plus hat das Auto bekommen. Also das heißt, wir können komplett im Menü, wenn du reingehst auf Fahrzeug und so weiter und so fort, kannst du komplett diese ganzen Beleuchtungen kannst du komplett ändern. Also ich finde es mega mäßig, dass du jetzt quasi bei diesem Fahrzeug das machen kannst, weil es gibt nämlich nicht viele Fahrzeuge, sage ich jetzt mal, wo das überhaupt haben. Und wir haben da einen ganz guten Kumpel, der wo uns das, dann kannst du das einstellen, ambiente Beleuchtung, und dann gehst du hier die ganzen Farben durch, ne? Also, wie du möchtest. Da bist du komplett flexibel. Ja, hm? Pink. Sink pink. Blau. Alles Mögliche, was ihr wollt. Scheißegal. Ist das nicht mega? Du kannst natürlich auch die Helligkeit einstellen, vorne, hinten. Mega. Und, was er auch hat, er hat noch komplett DAB. Radio hat er sowieso von Haus aus, aber er hat das Xonos, heißt es ja, bei diesem Fahrzeug, Xonos nachrüsten lassen, was auch die meisten Fahrzeuge nicht haben. Und zum Knallerpreis, italienische Mortadella, je 100 Gramm für nur 1,90 Euro. Du musst dich mal innen reinsetzen. Bruce Willis direkt hier auf dem Hof. Vor allem, er hat auch Boxen hier oben, seitlich durch. Und das ist halt so mega mäßig, weil das einfach von der Geräuschkulisse, das kleine Auto, richtig was hermacht. Also haben wir auch nachgerüstet. Und was wir bei seinem Vorgängerfahrzeug gemacht haben, das wollen wir vielleicht hier auch noch machen, weil diese Autos haben ja alle DSG, 2 Liter TFSI, aber was vermissen wir hier? Keine Klippi-Klappi, wie ich früher immer gesagt habe. Kein Klippi-Klappi. Das heißt, keine Schaltwippenschaltung. Und du kannst dann nur hier, dann stellst du um und dann mit einer Hand und so weiter. Also macht überhaupt keinen Spaß. Ja? Aber deswegen, wie gesagt, Kunde hat das im anderen Fahrzeug, haben wir ihm an das Lenkrad nachgerüstet mit einem anderen Airbag, wo dann beide Schaltwippen dann mit drauf sind, wo du dann das Auto auch so schalten kannst, beide Hände am Lenkrad halten kannst. Ich fände es mega. Und jetzt, genau, guck dir die Piep an. Entschuldigung, dass ich es immer sagen muss, aber
Ich liebe gelbe Gurte. Ich liebe rote Gurte. Ich liebe gelbe Gurte. Ich liebe von Haus aus farbige Gurte. Nicht Gurte, die einen roten Rand haben, nicht die einen blauen Rand haben oder so ein Piep, ne? Sondern einfach so. Und das passt doch perfekt. Guckt euch das an. Beleuchtung innen mit den Gurten, auch hinten drin, ne? Also auch hinten. Und vor allem die Sitzbank auch dann zerlegt, weil da geht ja mittig durch. Ne? Also das heißt, du hast hinten mal dreimal gelbe Gurte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mehr geht nicht. Gefällt mir, das Auto ist jetzt komplett stimmig, ist alles durchgezogen. Du hast eine geile Musikanlage, du hast die nice HiFi-Komponenten, du hast eine Innenraumbeleuchtung, du hast die Gurte. Das Einzige, was man jetzt noch machen könnte, wäre natürlich, wenn man es noch übertreiben möchte, dass man das scheußliche Plastik in Anführungszeichen gegen Leder tauschen würde. Ja? Dass man sagt, man beledert das inklusive ein Turmbrett, Alcantara-Himmel rein, zwei Recaro-Podium oder sonst irgendwas rein, zwei schöne Sitze, halt, die mit gelb sind. Und ein bisschen Bremserei mit gelben Sätteln. Kunde wollte, das sind ja serienmäßig rote Sättel gewesen, wollte schwarze Sättel haben, haben wir gemacht. Also zum Beispiel eine große Bremsanlage in gelb, dann bist du fertig. Auspuffanlage hat er auch gekriegt. In dem Fall haben wir Miltec verbaut, eine EGBE mit 33 Seiten. Die kannst du dann noch aus dem Internet laden, hat mir fast die ganzen Druckerpatrone ausgeleert. Und jetzt hört euch das mal. Ich sag mal so, besser als vorher. Warum? Besser als vorher. Vorher kam gar nichts. Bei den Autos ist es natürlich so, es ist kein GTI und kein S3. Das heißt, die Fahrzeuge haben keine Klappensteuerung. Und wenn du keine Klappensteuerung hast, dann geht natürlich nichts. Hatte ich GTI nicht serienmäßig auch keine Klappensteuerung? Genau. Also das war ja damals das Thema, wo du dein GTI noch hattest und wo wir das Video gemacht haben, wo man dann nachträglich eine Klappensteuerung darfst du ja offiziell nicht. Und mit schwarzen Endrohren die Miltec-Auspuffanlage gewählt. Also wie gesagt, wer jetzt noch sagt, hier wäre noch irgendwas offen, was man noch machen könnte. Wir haben die schwarzen Audi-Ringe noch gemacht. Ja, Auto ist mega. Vielleicht eine schwarze Spiegelkappen. Könnte man auch noch machen. Aber dann, wie gesagt, das sind sehr detailverliebte Sachen. Mich freut es, dass wir wieder mal ab und zu komplettes Projekt begleiten durften. Dass der Kunde sagt, ich stelle euch ein originales Auto hin. Macht euch Gedanken, was können wir machen. Wir gehen mit den Kunden durch, machen ihm ein paar Angebote. BBS, OZ, MB-Design, was möchte er haben. Zeigen ihm, was man machen könnte, was man noch ändern könnte. Lassen seine Gedanken mit einfließen. Und in dem Fall, wie gesagt, habe ich geil gefunden, dass es durchzieht mit diesen gelben Gurten und so weiter. Sehr schönes Fahrzeug geworden. Ja, Auto kann man jetzt am Wörthersee bewundern. Wenn dieses Video kommt, wahrscheinlich sind wir am Wörthersee. Fahren wir gerade wieder heim oder sind gerade heimgekommen, weil wir ja von 13. bis 15. am Wörthersee sind. 14. haben wir unser Gepfeffertreffen in Fark am See. Wetter soll ja, naja, so lala gewesen sein, sage ich jetzt schon, weil da waren wir ja schon. Aber jetzt bin ich schon wieder positiv, weil wo ich gestern reingeschaut habe, Regen, heute ist es nur noch bewölkt und wird schon wärmer. Also vielleicht haben wir noch Glück, dass wir doch schönes Wetter haben. Aber wir haben auf alle Fälle unser Merch dabei gehabt und sind euch mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Und nächstes Jahr im Mai, wenn dann wieder Christi Himmelfahrt ist, glaube ich, oder Maria Himmelfahrt ist da, genau, sind wir von 29.05. bis zum 1.06. am Wörthersee. Und wenn der 29. ist ja der Donnerstag, dann ist der 30. der Freitag, der 31. ist dann der Samstag und da haben wir wieder Gepfeffertreffen. Wo wir das dann abhalten, das werde ich euch noch zeitnah sagen, weil wir großen Platz brauchen, wo wir auch mittig unser Zelt hinstellen dürfen können und gewillt ist, dass man dann dort willkommen geheißen wird. Und deswegen sind wir noch auf einer Suche oder nach einer Lösung zu finden, weil jetzt im 2.0 wird das alles ein bisschen anders laufen, leider. Hat es geheißen von der Seite von Arneitz her. Und deswegen gucken wir mal, was wir nächstes Jahr machen. Also, in diesem Sinne, hat mich gefreut. Macht es gut. Schönen Sonntag. Servus, Habaderi.